Liebe Frau Rot-Weiß, lieber Herr Knieche, liebe Vertreterinnen der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, liebe Schulleitung, 1, 10. Klasse, alle weiteren Kollegen und die Zeitung auch, herzlich willkommen hier. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und dass Sie hier vor unserer versammelten Schüler und der Oberstufenlehrer sprechen heute. Ich danke auch dem Förderverein der Schule, der mit einer Spende diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Ich sage ein paar kurze Sätze zu Ihrer Biografie, auch für die Schüler, damit der Rahmen ein bisschen abgesteckt wird über Ihr Leben. Also Frau Rot-Weiß ist 1924 in Fürth in Bayern geboren. Und dort in Bayern haben sie auch ihre Kindheit weitgehend verbracht, bis auf 2 Jahre, soweit ich verstanden habe, in Hamburg. Vielleicht eine ganz normale Kindheit, das werden wir gleich erfahren, bis in jedem Fall 1933 dann die Machtergreifung der NSDAP, dem ein jähes Ende gesetzt hat. Ihr Vater konnte 1934 schon auswandern nach Südafrika und sie, ihre Mutter und die Schwester konnten noch, wie es in ihrer Biografie steht, noch auch nachkommen. Ihre Lebensspanne umfasst jetzt fast ein Jahrhundert großer gesellschaftlicher Veränderungen. Sie sind eine bewanderte Zeitzeugin. Sie haben in Südafrika gelebt, auch in Zimbabwe, in England, in London und tatsächlich auch wieder eine Zeitspanne in Deutschland und leben jetzt in Dänemark. Sie haben 1960, mussten sie Südafrika verlassen, weil als eine Persönlichkeit, die sich positioniert für die Unabhängigkeitsbewegung, wurde Rot-Weiß auch Persona non grata und sind dann nach London gegangen. Frau Rot-Weiß hat auch in verschiedenen Verlagen gearbeitet und dann mehr und mehr ab 1960 auch als Journalistin, als Wirtschaftsjournalistin, interessanterweise auch für die Financial Times unter anderem. Und hat sich dann ab den 90er Jahren, wie ich das verstanden habe, mehr und mehr dem Schreiben von Erzählungen und auch Romanen gewidmet. Ich kann sehr, sehr empfehlen, die Biografie Wege im harten Gras, die wirklich von der ersten Seite anpackt und eine lebendige Welt aufbaut. Und gibt es auch nachher einen Büchertisch am Rande erwähnt. Und sie sind eben auch eine Journalistin, Schriftstellerin, Mutter, viele Aspekte, eine Zeitzeugin und eine Reisende in den großen Fragen des menschlichen Beisammenseins, Unabhängigkeit, Diskriminierung, Antisemitismus, Apartheid, aber auch Vertrauen und den Veränderungen, die Zeit mit sich bringen. Ich sage eben noch auch für die Schüler, um etwas ihre Biografie auch abzustecken. Frau Rot-Weiß wurde 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert, hat auch 2014 das Bundesverdienstkreuz erhalten und 2019, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Ehrung von der Deutschen Afrika-Stiftung erhalten und jüngst jetzt gerade am 7. Juli in den geschichtsträchtigen Sälen der Nürnberger Prozesse eine Festschrift überreicht bekommen von der PEN-Zentrum für deutschsprachige Autoren im Ausland. Und jetzt überlege ich schon ganz also, viel interessanter gesagt. Frau Bienhardt, eigentlich kannst du gleich beginnen, denn alles, was ich sagen wollte, hat Frau Billard jetzt schon gesagt. Aber es ist gut. Wunderbar. Also, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Wir freuen uns, ich freue mich, dass wir, Ruth und ich, heute hier bei euch, bei Ihnen sein können. Ich genieße diese Reisen mit Ruth einfach. Wir kennen uns seit ungefähr 40 Jahren. Wir haben dieses Buch, das Frau Billhartz gerade erwähnt hat, gemacht zusammen 1980, ungefähr 81 haben wir daran gearbeitet. Das war die erste Ausgabe. Also nicht dieses konkrete Buch, aber die erste Ausgabe. So lange kennen wir uns, haben seither sehr viele Bücher zusammen gemacht. Ich erwähne noch eins ganz besonders, weil es mir am Herzen liegt, ein wunderbarer Roman. Meine Schwester Sarah, da geht es eben auch um das Thema sowohl des Jüdischseins als auch um das Thema Südafrika-Apartheid, was Frau Billhartz schon erwähnt hat. Ich will dem gar nicht mehr viel hinzufügen, was als Einleitung, vielen Dank nochmal Frau Billhartz, das waren die wichtigsten Daten, das finde ich gut, dass die jetzt nochmal genannt worden sind, einfach auch, damit euch so ein bisschen der Zusammenhang klar ist und die Klammer. Ich glaube, dein Leben, Ruth, steht tatsächlich unter diesem Zeichen der Erfahrung des Antisemitismus im Deutschland der Nazis, in Nazi-Deutschland in den 30er Jahren. Und wenn ich das richtig sehe, haben die Schülerinnen und Schüler diese Epoche auch schon historisch durchgenommen. Und dann unter der Erfahrung des Rassismus in Südafrika der Apartheid, wohin du dann mit deiner Familie eben in den 30er Jahren migriertest. Darum soll es heute gehen. Nochmals Dank für die Einladung an das Montessori-Zentrum Angel. So ist es richtig, glaube ich. Toll, dass wir heute hier sein können. Und ja, ich meine, über das Ruths Leben kann Ruth am besten natürlich selber erzählen. Wir wollen von dir hören, wie es gewesen ist. Ich werde Ruth dabei unterstützen, indem ich ein paar Texte aus ihrer Autobiografie dann lese zwischendurch, wenn es reinpasst und wenn du das möchtest. Wir werden ein paar Bilder zeigen. Ihr habt gesehen am Anfang, ich will jetzt nicht auf der PowerPoint wieder rausgeben. Wenn man einen fremden Rechner hat, dann ist es immer ein bisschen schwierig mit der Technik. Und deswegen lasse ich die jetzt mal so laufen. Ihr habt aber gesehen, es gibt eine Homepage von Ruth. Sie hat selbst eine Homepage als Author and Speaker. Die Ruth-Weiß-Gesellschaft, Gesche Karrenbock ist hier, zweite Vorsitzende der Ruth-Weiß-Gesellschaft, Eva Bergmeister ist Mitglied in der Ruth-Weiß-Gesellschaft. Wir haben eine kleine Gesellschaft gegründet, die sich einfach um dein Werk kümmert, denn du bist dein Werk, deine Bücher, dein journalistisches Werk, du bist aber auch ein Lebenswerk, wenn ich das so sagen darf. Du bist eine Zeitzeugin, das hat Frau Billhartz auch erwähnt, eine Zeugin eines Jahrhunderts, in dem unheimlich viel eben geschehen ist. Und ihr kennt vielleicht den Satz, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt, die Fehler zu wiederholen oder die Geschichte zu wiederholen. Es ist wirklich wichtig, man kennt sich so gut es geht aus mit der Geschichte, zumindest des eigenen Landes, der eigenen Gesellschaft, wenn es geht, auch darüber hinaus. Und dazu dient eben auch unser Besuch heute. Du erzählst uns lebendige Geschichte der letzten fast 100 Jahre. Gut, bitte. Dankeschön. Ja, erstens möchte ich wissen, ob man mich hört. Ja, und dann vielen Dank für diese Einladung und vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich sehr schön, wieder in Freiburg zu sein. Das letzte Mal war ich hier in den 90er Jahren. Da hat sich die Stadt doch sehr verändert und vergrößert, stimmt das? Den Schülern und Schülerinnen möchte ich einen guten Tag sagen. Freue mich, dass so viele von Ihnen in diesem Raum sind. Und meine erste Frage ist an Sie. Man hat mir gesagt, Sie haben über die Nazizeit gearbeitet. In letzter Zeit oder schon vor langem? Es wird genickt, Ruth. Es wird genickt. Aha. Es wird genickt. Also. Ja, dann weiß ich, dass ich einiges einfach nicht erklären muss, was manchmal der Fall ist, wenn ich mit jungen Schülern und Schülerinnen spreche. Aber bei Ihnen ist es dann, wenn ich nötig. Dann wissen Sie, dass mein Geburtsort
vielleicht nicht wichtig in der Geschichte ist, aber die Stadt daneben, Nürnberg. Ich bin in Fürth geboren, bei Nürnberg. Und normalerweise, ja, man ist irgendwo geboren. Aber in diesem Fall, ich spreche jetzt von der Nazizeit, war eben Nürnberg Zentrum. Und das hatte eine sofortige Auswirkung auf die Nachbarstadt. Die beiden Städte, obwohl sie praktisch zusammengehören, ich nehme an, einige von Ihnen kennen Nürnberg, die sind so unterschiedlich und waren auch damals sehr unterschiedlich. Und was Fürth anbetrifft, so war diese Stadt ab dem 16. Jahrhundert eine ungewöhnliche Stadt für Juden. Aus historischen Gründen, die irrelevant sind, hat sich dort eine ungewöhnlich große und religiöse Stadt entwickelt. Wenn ich Ihnen sage, dass Anfang des 19. Jahrhunderts jeder Fünfte ein Jude war, dann verstehen Sie das. Die Gemeinde war geteilt, wie das in dem Judentum eben ist, von Reform zu Orthodox. Und das war das Wichtige, was ich sagen wollte. Während Juden zweimal aus Nürnberg ausgewiesen worden sind, so wurden sie eben, wie ich sagte, vom 16. Jahrhundert in Fürth willkommen geheißen. Und das bedeutete, dass Juden in Fürth gleichberechtigt waren. Sie hatten einen Vertrag mit der Gemeinde, oder nicht mit der Behörde, nicht mit der Gemeinde, einen Markgraf, dass sie zwei Abgeordnete im Stadtrat hatten. Sie hatten genau dieselben Pflichten und Verpflichtungen wie jeder andere Bürger auch. Und diese gleiche Augenhöhe bedeutet, dass man dazugehörte. Ob man Jude war, Katholik oder evangelische Glauben. Das machte das Leben für die Angehörigen der jüdischen Gemeinde in Fürth äußerst angenehm. Vielleicht haben wir noch Zeit, dass du nachher etwas darüber liest. Aber ich wollte etwas über mein Leben sagen. Mein Vater war kein geborener Fürther. Er wurde aus den Gründen, die ich gerade erzählt habe, nach Fürth geschickt, um dort eine jüdische Erziehung zu genießen, weil er aus einem Dorf stammte, wo das nicht so leicht war und auch weil er der Jüngste einer großen Familie war. Und Familie väterlicherseits war auch keine sozusagen eingestammten Fürther, sondern sie kamen aus dem Land. Das ist wieder Teil der jüdischen Geschichte. Aber auch ich erwähnte das nur, weil mein Vater, als er in der Spielwarenbranche in Nürnberg dann arbeitete, nicht in Nürnberg oder Fürth wohnen wollte, sondern auf dem Dorf. Und das Interessante für mich bei dieser Reise war unter anderem, dass ich zum ersten Mal in diesem Dorf einen Besuch abgestattet habe. Was nicht so anders war, als ich es mir erwartet, als ich es mir vorgestellt habe. In diesem Dorf, damals war es noch ein richtiges Dorf, heute gibt es nur noch einen Bauernhof, was mich nicht überraschte, aber es ist interessant, das nach so vielen Jahren zu sehen, wie sich selbst so ein kleiner Ort ändert. In diesem Ort bin ich eingeschult worden. Ich ging in die Dorfschule. Das ist wieder dein. Ich bin nämlich als Kind auch in so eine
kleine Dorfschule genannt und die nannte man früher Zwergschulen. Nicht, weil da Zwerge drin waren, sondern weil die eben so klein waren. Und es wurden eben, wie bei dir auch, alle Kinder in alle vier Grundschulklassen in einem Raum unterrichtet. Ja. Man wurde nur von einem Lehrer unterrichtet. Das bedeutete vier Reihen mit einer Klasse, die unterrichtete er. Und die anderen drei haben dann irgendwelche schriftliche Arbeit gemacht. Für mich bedeutete es, dass ich die Kinder vom Alter, sagen wir mal, 9, 10, bis 9, 10, 11 aus dem Dorf kannte. Und dass ich einfach dazugehörte, dass ich am Sonntag nicht in die Kirche ging, weder in die katholische noch in die protestantische. Das war kein Thema. Das Einzige war, dass man es mir vielleicht übel genommen hat, dass ich so viele Ferien hatte, weil jüdische Feiertage eben oft sehr lang sind, fast eine Woche. Aber ich hatte Freunde und Freundinnen. Und fühlte mich sehr wohl in dem Dorf. Und jetzt, wo ich das Dorf besucht habe und mein Gedächtnis zum Teil bestätigt und zum Teil merkte ich, wie viel ich vergessen hatte, da war ich plötzlich wieder in dem Wald, der mir damals sehr großen Spaß gemacht hat. Wir wohnten nicht im Dorf selbst, das heißt, das Dorf hat gemerkt, wie nahe es an Nürnberg ist und dass viele Menschen, wie mein Vater, gerne am Wochenende auf dem Land wohnten. Das heißt, die ganze Woche, aber wenn sie zu Hause waren. Und haben eine Siedlung gegründet. Und diese Siedlung gibt es noch. Und interessant, dass die Dame, die mich in diese Siedlung geführt hat, sagte, dass auf der anderen Seite der Straße, sie zeigte mir der Ort, das Haus, in dem ich einmal gewohnt habe, und gegenüber ist nur der Wald. Also man geht über die Straße und da ist der Wald. Aber links und rechts waren einige alte Häuser. Und da sagte sie, wissen Sie, eigentlich wollte der Gauleiter, das ist Ihnen ein Begriff? Ja, der Gauleiter Julius. Das ist jetzt aber Leiter. Kein Schüler, der da nickt. Habt ihr den Begriff Gauleiter schon mal gehört? Da wird aber auch der Kopf geschüttelt. Also, das sind jetzt widersprüchliche Angaben. Soll ich es kurz oder willst du es gleich? Also, der Gauleiter war sowas wie der Bezirks. Chef in den Bezirken. Die Nazis haben eben ihr eigenes Vokabular erfunden, sozusagen immer schön germanisch möglichst. Und dazu gehörte auch der Gau. Und die Gauleiter waren eben in den Gauen dann die Regierung oder die Chefs da. Ne? Ja. Euer Gauleiter war. Und der Gauleiter von erst Mittelfranken und dann Franken. War Rubens Zeicher. Ist Ihnen dieser Name ein Begriff? Traut euch! Ja. Er war ein Grundschullehrer, der seinen Job verloren hat in den Weimarer Tagen, weil er extrem auf der rechten Seite stand. Und daraufhin gründete er 1923 als Mitglied der NSDAP, er war einer der Genossen der ersten Stunde, gründete er eine Wochenzeitung. Die hieß der Stürmer. Ist Ihnen das ein Begriff? Der Stürmer wurde ein Millionärenblatt, das bis Lateinamerika verteilt wurde. Und Herrn Streicher. Also Millionen Auflagen meinst du, ja. Urauflagen. Und ihn zu einem Millionär machte. Das Blatt war keine normale Wochenzeitung. Das war ein Hetzblatt gegen Juden. Und mit
ganz grauenhaften Karikaturen mit Lügengeschichten, wie er das geschafft hat, jede Woche diese Zeitung zu füllen, das weiß ich nicht. Nach 1933 wurde der Stürmer in jedem Ort, zum Beispiel in dem kleinen Dorf, in dem ich gewohnt hatte, in einem Stürmerkasten ausgestellt. Und die standen immer Leute vor dem Kasten, die den Stürmer lasen. Wenn man das Woche nach Woche liest, da kann man gar nicht umhin, um zu sagen, Juden sind ungeziefer und was immer er alles sagte. Das Wichtige für Franken, was die Juden anbetrifft, war nicht nur dieses Blatt, sondern Streicher hatte es sich auch zur Aufgabe gemacht, Juden aus Franken zu entfernen, Franken judenfrei zu machen. Und das hatte sofort eine Auswirkung, was in anderen Gebieten nicht sofort war. Es war schleichender. Es waren zwar, wie Sie sicher gehört oder gelesen haben während ihrer Stunden über die Nazizeit, in den ersten 6 Monaten war eine ganze Menge das mit Judenverfolgung zu tun hatte. Aber in Franken war es eben, wie ich sagte, sofort. Und für uns im Dorf bedeutete es, dass wir das gleich zu spüren bekamen. Ich gleich nach dem nach der Machtübernahme. Und da möchte ich dich dann doch bitten, etwas zu lesen. Ich bei diesem Besuch, von dem ich gesprochen habe, vorige Woche, nicht nur von dem Bürgermeister, der mich eingeladen hatte, im Rathaus empfangen zu werden und auch mit einigen seines Teams, sondern einem Ehepaar, so etwa, ich schätze, im Alter von 50 plus. Und er stellte beide vor und sagte, sie werden mir erklären, warum er sie eingeladen hat. Und die Ehefrau sagte, es ist mein Name, ich heiße Margot. Margot war der Name meiner älteren Schwester. Und obwohl man das nicht wirklich auf dem Bild sehen kann, sie war wirklich sehr schön, und nicht nur hübsch, sie war ungewöhnlich schön. Es ist schwer zu erklären, weil sie anscheinend als Kind nicht fotogen war. Aber sie war wirklich eine bildschöne Frau. Die Jungen haben das gemerkt. Und dann sagte sie, ich heiße Margot nach ihrer Schwester. Ich sagte, wieso denn das? Ja, mein Vater war unsterblich in sie verliebt. Er war also einer von den Jungen, die sie am Bahnhof abgeholt hatte. Und seine Tochter wurde nach dem Krieg geboren. Und die Mutter wollte, sie hat den Namen genannt, aber ich erinnere mich nicht, da sagte er, nein, sie heißt Margot. Toll. Wunderbar. Ja. Da wird es ja ganz aktuell. Ja, die ganze Reise war überhaupt nicht sehr aktuell. Ja, muss es einfach erzählen. Ja, deswegen sind wir hier, Ruth, deswegen bist du hier. Wir müssen etwas auf die Zeit achten, vielleicht. Also ich denke mal, wir haben, Frau Willert, Sie wissen, was wir dürfen und nicht dürfen. Wir haben um 10 angefangen, jetzt ist es kurz vor 10 vielleicht. Es ist jetzt 10:30, wir haben vielleicht bis 11:30 Zeit. 11:30 oder 1/2 Stunde länger. Also dann haben wir ja noch eine ganze... Wir können jetzt noch ein bisschen auch uns in Deutschland aufhalten, bevor wir nach Südafrika reisen. Also du kannst nun einiges erzählen. Ja, wir sind dann sehr schnell aus dem Dorf ausgezogen und bei unseren Großeltern in der Altstadt in Fürth eingezogen. Sie können sich vorstellen, das war nicht leicht mit
meine Großeltern hatten noch zwei erwachsene Kinder zu Hause und in jeder Altstadt gab es zu meiner Zeit kein Badezimmer oder irgendwelche anderen Schulen. Das nannte man Klo halbe Treppe, das ja, war so immer so. So hier, ungefähr. Hier ist übrigens, nur weil das aus dem Foto nicht hervorgeht, auf der rechten Seite ist Ruths Vater. Ruth heißt mit Mädchennamen, hieß Ruth Löwenthal. Und deswegen der Vater rechts in seiner Armeeuniform, das ja auch in dem Text, den ich vorgelesen habe, zum Ausdruck kommt. Er war sehr stolz, dass er zum Feldwebel befördert wurde. Im Ersten Weltkrieg Feldwebel war er. Ja. Und das ist dein Großvater hier. Das ist der Großvater. Das ist mein Großvater. Mein Großvater war Buchbinder, wie Sie vielleicht aus dem Bild sehen. Und sehr orthodox. Ich sagte ja vorhin, dass Fürth ein jüdisches Zentrum war. Möchtest du? Wenn du möchtest. Wenn es Zeit ist, ja. Probier. Ich dachte, wenn wir etwas über das jüdische Leben in Fürth vorlesen, ist es leichter, als was ich sage. Aber wir lebten eben, oder ich lebte als sehr orthodoxe Jüdin in Fürth. Und das hat mein Leben schon sehr geprägt. Was ich von ihm und von dieser Zeit und überhaupt in unserer Schule. Ich ging um die Ecke, Im wörtlichen Sinne. Um die Ecke in die israelitische Realschule. Und mein Vater war eben in dieser Schule, da waren es 50 Kinder. Und dann Herrn Streicher, der auch den Direktoren von Schulen klar gemacht hat, dass sie ihre jüdischen Schüler entlassen werden oder ihnen nahelegen sollten, dass sie aus der Schule austreten sollten, bedeutet, dass wir zwischen 250 und 300 Schülern waren. In derselben kleinen Schule, können Sie sich vorstellen, dass das nicht unbedingt leicht war, aber es war die beste Schule, die ich jemals, in der ich jemals war, sagte jeder von den ehemaligen Schülern und Schülerinnen, als wir uns 20 Jahre später trafen. Es lag daran, dass die Lehrer aus den anderen Schulen, also ich meine jetzt nicht Realschule, sondern bis zum Gymnasium entlassen worden sind, und dass wir von Lehrern unterrichtet wurden, die überqualifiziert für uns Grundschulen oder anfangs des Gymnasiums waren. Aber es war auch eine persönliche Beziehung zwischen den Lehrern und uns, weil sie um uns Angst hatten. Und diese Angst, die überhaupt die 3 Jahre oder fast 3 Jahre in Fürth beherrschten, die ist unvergesslich gewesen. Aber ich denke, wenn du das vorlesen würdest, das macht es klarer, was ich versuche, Ihnen zu vermitteln. Ja, über das jüdische Leben in Fürth. Da geht es auch um den Großvater, der hier zu sehen ist. Mal sehen, ob ich das jetzt wiederfinde. So schnell. Ja, das ist es schon. Von der Schule übrigens, du erzählst immer, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da wurde auch auf den Treppen unterrichtet, weil ihr so wenig Platz hattet. Ja. Saßt ihr auf den Treppen für den Unterricht? Kann man hier auch mal probieren vielleicht. Mein Großvater betete 3-mal am Tag und wenn möglich, so ging er zum Morgengebet in die Klaus, die Synagoge. Wenn 10 Juden zusammen sind, bilden sie ein Minyan, das Minimum für eine Gemeinde, sodass der Vorbeter das Kaddisch, das Totengebet, verrichten kann, das zum Morgengebet gehört. Ich habe die Trennung von Männern und Frauen in der Synagoge nie als wichtig empfunden. Die Synagoge ist keine Kirche, in die man pünktlich und feierlich geht, sondern ein Treffpunkt.
Die Männer, die Gelehrten, verbringen viele Tage dort und lesen, lernen, diskutieren miteinander. Wir in Fürth lebten nicht in der Ghetto-Atmosphäre der Juden in Osteuropa, wo die Synagoge das Zentrum war, in dem die Jungen für ihre Bar Mitzwa vorbereitet wurde. Jemand das Wort Bar Mitzwa schon mal gehört? Das ist so wie für, ja, da wird genickt, das ist so, für die, die es nicht wissen, so ein bisschen vergleichbar der Konfirmation für evangelische Christen und Kommunion, zweite Kommunion vermutlich für katholische Christen. Ich wusste, wie wichtig die Frau für die Religion selbst ist. Die jüdische Religion hat ihren Schwerpunkt nicht in der Synagoge, sondern in der Familie. Es ist die Mutter, die mit ihren Händen das Kerzenlicht segnet, die an jedem Freitagabend zwei Kerzen anzündet und so den schönsten Tag der Woche, den Schabbat, begrüßt. Freitagsabends, nachdem mein Großvater aus der Klaus, aus der Synagoge zurückkam, war der Tisch herrlich weiß gedeckt. Wir Kinder hatten uns bereits gebadet. Jeder war gut angezogen. Mein Großvater segnete uns, sodass wir wieder werden sollten wie die biblischen Ahnen. Es herrschte eine feierliche, fröhliche Atmosphäre. Das Essen, vor allem die Suppe, Hühnersuppe mit Klößen, kann ich heute noch riechen. Wir mussten 1936 nach Südafrika fahren, aus zwei Gründen. Das eine war in Deutschland die Nürnberg-Gesetze 35 während des Reichsparteitags dieses Jahres. Diese Gesetze bedeuteten, dass Juden keine Reichsbürger mehr waren. Das bedeutet, dass der Schutz des Reiches nicht mehr galt. Das hat mein Vater in Südafrika natürlich auch irgendwann danach gehört, was ihn gestürzt hat, wie alle, die davon betroffen waren. Aber der andere Grund lag in Südafrika selber. Und bevor ich das irgendwie erkläre, möchte ich doch mal gerne wissen, ob Sie etwas über Südafrika schon gelesen haben oder wissen, wie die damaligen Verhältnisse waren. Vielleicht eher wenig, aber gut, wollen wir nicht, bevor es nach Südafrika geht, dann nochmal über die Zeit, bevor ihr dann nach Südafrika gegangen seid, Fragen zulassen. Okay. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute, dann haben wir schon mal so eine, zu dem, was ihr jetzt gehört habt, so eine Fragerunde. Frau Willhartz, wenn Sie das in die Hand nehmen wollen, weil Sie ja hier sozusagen die Schülerinnen und Schüler am besten kennen. Ich will noch mal kurz noch ergänzen, Frau Willhartz, nur ganz kurz noch, zum Verständnis, dein Vater war eben schon, nachdem er den Job verloren hatte, hatte er über Verwandte in Südafrika gehört, dass er da hinkommen könnte. Die haben für ihn gebürgt und er ist eben schon sehr schnell nach der Machtergreifung der Nazis nach Südafrika gegangen und hat dort einen kleinen Laden aufgemacht, der so aussah. Nicht in der Zeit, später dann, VWs gab es ja noch nicht. Aber der hat den Laden aufgemacht und darüber erzähltest du, als die Rassengesetze verabschiedet wurden oder erlassen wurden, da hat er euch holen wollen. Das war ja, bei mir. Ja gut, aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt mal zu der Zeit. Gut, gibt es denn schon Fragen? Wollen Sie das Mikro nehmen, Frau Willhartz? Vielleicht geht es so. Haben Familienmitglieder von Ihnen in der Zeit, wo es dann schwieriger wurde, die Sorge um Sie auch um Ihre gebrochen hat und wurde dann mit Ihnen darüber geredet? Oder haben es die Erwachsenen so ein bisschen unter sich getuscht besprochen? Sehr gute Frage. Gut, ich wiederhole immer die Frage so ein bisschen wie der Akustik. Sollen wir Mikro nehmen besser? Oder? Ja, können wir machen. Ich erzähle es dir. Ja. Oder ich gebe es dir weiter. Also, haben die Erwachsenen mit euch über die Situation gesprochen, die da herrschte? Oder haben die das unter sich? Erwachsene haben damals mit Kindern als auf Du und Du nicht gesprochen. Aber in der Situation wussten wir, was,
warum wir aus Irmgusdorf ausgezogen sind. Und in der Schule oder in der vierten Zeit, da waren wir Kinder ja auf uns selber sozusagen. Wir haben uns selber informiert. Wir wurden über Nacht wirklich von einem Kind zu einem Teenager und fast zu einem Erwachsenen. Man wusste, dass die Erwachsenen Angst haben. Wir waren zum größten Teil Mitglieder von, wir waren alle Mitglieder von irgendeiner Synagoge. Und wir waren zum Teil Mitglieder von zionistischen Bewegungen. Und wir hatten dieses freundschaftliche Beziehung mit den Lehrern. Da, außerdem durften wir nie alleine auf die Straße gehen. Und ich habe das zweimal getan und ich bin zweimal überfallen worden. Also man hatte, wenn man in Fürth oder Nürnberg lebte, keine Illusion. Es waren immer Flaggen, es war immer irgendetwas, was gefeiert wurde. Und man wusste warum. Also es gab keine Entschuldigung, es nicht zu wissen. Am besten aufstehen, auch wenn du magst. Bei dem Judenboykott-Tag. Kannst du die Maske im Moment oder ist das okay, medizinisch? Ja, bei dem Judenboykott-Tag wurden ja nicht jüdische Menschen dazu aufgefordert, nicht in jüdische Geschäfte zu gehen. Wurden Sie als Jüdin auch auf der anderen Seite gehindert, in nicht jüdische Geschäfte zu gehen? Durftet ihr als Jüdinnen und Juden auch nicht mehr in nicht-jüdische Geschäfte gehen? Doch, in dieser ersten Zeit schon. Später wurde es verboten. Konnten Sie sich nochmal mit Ihrer Freundin, die Sie von damals in der kleineren Schule im Dorf kannten, irgendwie auseinandersetzen oder mit ihr nochmal ein Gespräch darüber führen, wie es sein kann, dass sich das Verhältnis zueinander so plötzlich ändert? Konntest du mit den Freundinnen, den Schulbankkameradinnen und auch Betty, konntest du mit denen da noch danach direkt oder später nochmal über diese Situation sprechen und das irgendwie klären, oder? Nein. Ich war zu, es war nicht mehr sehr lange. Mein Vater hat schon im April, nicht diesen Stichtag, diesen Stichmonat, wurde er schon entlassen, sodass wir dann ganz kurz darauf aus dem Dorf auszogen. Und wir wohnten ja, ich sagte, in der Siedlung. Unser Lehrer übrigens auch, der wohnte in dem Haus, in dem Margot heute lebte. Und er hat meinen Vater von einem Tag zum anderen nicht mehr gegrüßt, früh morgens, wenn sie beide aus dem Haus taten. Es war nicht möglich, weitere Verständigungen zu machen oder Gespräche zu führen. Ich war total isoliert in den paar Wochen, in denen ich noch da war. Okay, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, von einem Tag auf den anderen in diese Diskriminierung. Das ist schwer, ganz schwer vorstellbar. Gibt es noch Fragen weitere jetzt im Moment? Keine weiteren Fragen? Dann, gut, bitte. Ja, ich wollte etwas über Südafrika erklären. Wissen Sie, dass Südafrika im 17. Jahrhundert gegründet worden ist? Damals war Holland die größte Handelsnation Europas und es waren Holländer,
die sich im Kap angesiedelt haben, weil sie im fernen Osten, im heutigen Indonesien, ihren Hauptmarkt und auch ihr Hauptauslandsbüro hatten. Das Kap wurde ausgesucht, einfach als Erfrischungsstation. Die Holländer und Deutsche, denn es waren nur einige Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, dass diese Siedlung stattgefunden hat. Und da waren natürlich viele junge Deutsche im Umkreis von den Niederlanden sehr interessiert, in ein neues Land zu gehen, wo sie bessere Chancen hatten als in den völlig zerstörten Ländern, deutschsprachigen Ländern. Also es waren viele Deutsche unter diesen ersten Siedlern und es kam eine Gruppe von Hugenotten aus Holland, aus Frankreich dazu. Und diese Gruppen hatten die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie mit Sklaven arbeiten wollten oder ob sie selber Hand anlegen. Und damals, lange vor dem Klimawechsel, war das Klima am Kap eigentlich so wie am Mittelmeer. Also es wäre möglich gewesen, für Europäer dort auf dem Land zu arbeiten. Aber sie entschlossen sich, und was ich jetzt sage, zitiere ich aus einem Tagebuch eines deutschen Gouverneurs des Kaps. Er schrieb, von einem Tag wurden die Söhne von braven Bauern und Arbeitern zu Herren. Und das ist die Tragödie, die Südafrika über diese Jahrhunderte getragen hat und bis heute noch präsent ist. Denn wenn man jemanden versklavt, dann entwickelt man eine Überheblichkeit und einen Anspruch an diesen Menschen und gleichzeitig eine Verachtung der Arbeit, die dieser Mensch verrichtet, sodass eine zu meiner Zeit weiße, arme Weiße, wir wohnten in einem armen weißen Vorort, diese Zeit immer noch nicht das Geschirr abgewaschen hat. Das hat eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann in diesem Haushalt gemacht. Diese Einstellung, ich bin Herr, du bist Diener, dieser Rassismus, der sich dadurch entwickelt hat, der ist natürlich nicht über Nacht, seit Mandela zum Präsidenten geworden ist, zu beseitigen. Südafrikas Politik heute ist immer noch mit der Frage des Rassismus beschäftigt. Es kann einfach nicht anders sein. Wie standen die Juden in diesem Land? Sie waren ja auch Fremde. Aber dadurch, dass die ersten Siedler, die dann später als Buren, also das holländische Wort für Bauer, bekannt wurden und sich Afrikaner mit 2a nannten. Sie haben die Juden, weil sie zum größten Teil, 90%, Calvinisten waren, also eine fundamentalistische christliche Auffassung oder Religion, haben sie die Juden als das Volk des Alten Testaments, das ihnen sehr wichtig war, wichtiger wie in anderen christlichen Religionen, haben sie geehrt. Aber gleichzeitig sahen sie sich selbst als auserwählt von Gott, den Wilden, den Schwarzen, die Religion beizubringen und zu zivilisieren. Sodass auf der einen Seite wurden sie akzeptiert, die ersten Juden, die im 19. Jahrhundert in Südafrika sich niedergelassen haben,
kamen aus den zaristischen Ländern wegen Verfolgung. Aus Russland sozusagen, aus dem russischen, ja, aber ich meine aus dem russischen Reich sozusagen. Ja. Und sie hatten keinen Besitz, kamen völlig arm, verarmt an und haben, viele von ihnen sind Händler geworden, die in den entlegenen burschen Gegenden also, bereitgestellt. Wisst ihr, was Koscher heißt? Den Begriff kennt man auch, das ist ja aus dem Jiddischen. Koscher ist reine Nahrung, wie das meinetwegen bei Muslimen wird es Halal genannt, also das, was man essen darf. Und das war eben koscheres Essen, gab es auf den Farmen für die jüdischen Händler da. Willst du von der Reise noch erzählen? Wir sind ja schon in Südafrika, aber vielleicht noch kurz, wie war denn die Reise? Wie ist das denn? Ja, also ganz kurz. Wir hatten eine sehr lange Reise aus Hamburg Southampton und dann entlang der Westküste, wo da ist ein Frachtschiff war, wo der Kapitän an jedem afrikanischen Hafen angehalten hat, entweder um auszuladen oder Fracht aufzunehmen. Und wir dadurch, in der dritten Klasse waren wir nur Immigranten, haben wir Afrika kennengelernt. Vor allem, weil die Passagiere am Deck Afrikaner waren, die der Kapitän aufgenommen hat, um sie von einem Hafen zu einem anderen zu transportieren. Da waren natürlich viele Kinder dabei und die wollten mit uns Emigrantenkindern spielen. Und das war ein tolles Erlebnis und überhaupt die Freundschaft, die uns entgegenkam von den Afrikanern, mit denen wir natürlich uns nicht unterhalten konnten, die Erwachsenen auch nicht, weil die Französisch oder Englisch verstanden, aber natürlich im Wesentlichen ihre eigenen Sprachen sprachen. Dadurch haben wir Afrika gesehen, gerochen, gefühlt, dass es etwas wärmer war als in Europa. Und wir dachten, wenn wir in Kapstadt ankommen, dann müssten wir uns mindestens eine afrikanische Sprache aneignen. Wir würden mit und unter Afrikanern leben und wir müssten afrikanische Kultur kennenlernen. Aber als wir angekommen sind, war das alles anders. Und der erste Schock war, dass uns die Frau, die uns empfangen hat, um uns zum Bahnhof zu bringen, um nach Johannesburg zu reisen, die hatte sofort gesagt, ach wie schön, dass die Mädchen so eine helle Haut haben, was wir gar nicht schön fanden. Denn die Damen in der ersten und zweiten Klasse, die versuchten alles um braun zu werden, was wir nicht konnten, weil wir nicht wirklich an die oberen Deck ging. Aber plötzlich war die weiße Haut in der, wichtig, was wir dann sehr, sehr schnell feststellen mussten, dass das in Südafrika sehr wichtig ist. Und da die Zeit uns wegrennt, oder ich vielleicht zu viel erzählt habe, vorgelesen haben, möchte ich doch erzählen, wie es uns ergangen ist, als wir angekommen sind. Meine Mutter, die natürlich auf dem Schiff versucht hat, Englisch zu lernen, sie hat auch in der Schule Englisch gelernt, aber nicht sehr viel, würde ich sagen. Sie musste im Laden mithelfen. Mein Vater wusste das, die hat schon natürlich brieflich abgesprochen. Und das bedeutete, dass er eine junge Frau, eine Afrikanerin, eingeladen hat, sich mit meiner Mutter darüber zu unterhalten. Und dieses Gespräch fand vor diesem Haus statt, weil wir ja noch keine richtigen Möbel hatten.
Mein Vater hatte nur Betten und eben das Nötigste gekauft da. Und da möchte ich dann wieder Lutz bitten, das vorzulesen, was uns dann begegnet ist. Sehr gerne diese Szene, die deine erste, eure erste Erfahrung mit dem Rassismus Südafrikas gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Meine Mutter sollte auch im Laden mitarbeiten, sodass sie im Haushalt ein Girl, ein Hausmädchen brauchte. Diese Frau hieß Jenny und als sie sich vorstellte, hatte sie ein kleines Kind in einem Tuch auf den Rücken gebunden. Das fanden wir ganz aufregend. Außerdem hatte das Baby eine glänzende Haut und die wunderschönsten braunen Augen, die wir jemals gesehen haben. Das Gespräch mit Jenny fand auf der Veranda statt. Sie löste das Tuch und breitete es, das Baby mit einer Hand haltend, auf den rotpolierten Verandaplanken aus. Dann knieten meine Schwester und ich uns hin und spielten mit dem Kind. Es strampelte vor Vergnügen, wie alle Kinder es nun mal tun. Meine Mutter hob es zuletzt auf und hielt es auf dem Arm, bis Jenny es wieder an sich nahm. Das war auch schon alles gewesen. Doch eine Stunde später hatten wir Besuch von 4 Damen. Sie waren alle im Mantel und hatten Hüte auf, so wie ich sie später auch immer sonntags in die Kirche gehen sah. Sie sprachen langsam auf Englisch. Mein Vater kam aus dem Laden ins Haus, um zu dolmetschen. Sie sagten, sie seien jetzt schon gekommen, wenn wir auch erst 2 Tage in Johannesburg seien. Das ist aber sehr nett, meinte meine Mutter. Ja, und sie seien natürlich überzeugt, dass meine Mutter noch nicht auf Teebesuch eingestellt sei. Deswegen hätten sie einen Kuchen mitgebracht. Wir bedankten uns. Ich machte Tee, wusste nicht so genau, wie viel man davon nehmen musste. Auch war ich nicht an den eisernen Kochherd gewöhnt. Es dauerte lange, aber nicht so lange, dass ich nicht verstehen konnte, worum es ging. Vater übersetzte also, was die Damen meiner Mutter zu sagen hatten. Sie sind früher als geplant gekommen, denn sie hätten gesehen, dass wir hier sehr fremd seien. Also in fremden Ländern gibt es ja stets Sitten, die man nicht kennt. Selbstverständlich wird es uns eine Ehre sein, diese Sitten kennenzulernen, erwiderte meine Mutter ahnungslos. So, sagte eine der Damen, na dann wird ja wohl bald alles in Ordnung sein. In Ordnung? Fragte meine Mutter erstaunt. Aber natürlich. Die Damen nahmen an, wir wüssten, was sie meinten. Ich kam mit dem Tee. Es war still im Zimmer. Man saß auf 2 Stühlen, die mein Vater vom Vorbesitzer gekauft hatte. Und auf 2 groben Kisten, die aus dem Laden kamen. Eine kleinere Kiste diente als Tisch. Was meinen Sie denn nur? Fragte ich meinen Vater leise. Er war verlegen, druckste herum. Schließlich lebte er schon fast 3 Jahre hier und wusste, worum es wirklich ging. Man fasst kein schwarzes Kind an, sagte er schließlich. Das gehört sich nicht. Das ist hier ein Verstoß gegen die guten Sitten. Wieder still. Sie haben es verstanden, sagte mein Vater zu unserem Besuch. Die Damen erhoben sich schnell, vielleicht war ihnen der Tee ja zu stark gewesen. Im Dorf, da durften die Schulbankkameradinnen auch nicht mehr mit mir spielen, sagte ich. Das war dort gegen die guten Sitten. Ja, ich habe mit dieser Begegnung keine Schwierigkeit gehabt, das einzuordnen, wie ich vorhin schon sagte. Was ich nicht vorhin ganz beendet habe, ist, warum mein Vater uns in diesem Jahr gesagt hat, wir müssen jetzt kommen. Ich sagte ja, dass Juden auf der einen Seite akzeptiert, auf der anderen Seite ausgegrenzt waren. In Südafrika. Ja. Und dass das ein Grund war, warum er uns in diesem Jahr kommen ließ. Der Grund war die Politik des Landes. War gespalten zwischen den Nachkommen dieser ersten Gruppe, von der ich gesprochen habe, und von den Nachkommen von den Engländern, die das Kap nach dem Napoleonischen Krieg, das sie besetzt hatten, gekauft hatten, sodass man die englischsprachigen weißen Südafrikaner und die afrikanischsprachigen Nachkommen der Buren hatte. Und diese beiden bekämpften sich wirklich, ich meine, durch Kriege. Und
Südafrika wurde am Ende von beiden in einem Friedensvertrag dann zwei britische Kolonien und zwei Boeren Republiken zusammengefügt in das heutige Südafrika. Die Boeren, unter denen wir lebten, denn sie waren die Unterschicht, sie waren die armen Weißen, sie haben sich der Nazi-Ideologie total angepasst, weil das in ihr Bild, ihr Bild des Lebens einfach passte. So wie die Juden ausgegrenzt wurden und auch anders aussehende Menschen in der Nazi-Zeit ausgegrenzt waren, so waren sie, standen sie der schwarzen Mehrheit gegenüber. Und in diesen Jahren hat eine Gruppe von diesen Buren, von dieser Partei, eine Gesetzgebung durch Druck geschafft, dass Juden nach 1936 nicht mehr einwandern durften. Es waren also nur etwa 6.000 Flüchtlinge aus Deutschland gekommen und dann war das nicht mehr möglich. Und deswegen dieser plötzliche Beschluss meines Vaters, dass wir nach Südafrika kommen sollten. Ich glaube... Ja, wir können da mal einen kleinen Cut machen, wie man so schön sagt. Dann möchte ich nur noch sagen, ich hatte also als Kind in diesem Vorort und in dieser Schule, in der Klasse Englisch, die Unterrichtssprache war, aber auf dem Schulhof Afrikaans, habe ich diese Spannungen und die südafrikanische Politik kennengelernt und hatte unter anderem, was damals noch möglich war, eine Freundin in der Klasse, die von anderen Kindern, vor allem anderen Mädchen, nicht akzeptiert wurde und sich dann durch Zufall herausstellte, dass meine Mitschüler und Mitschülerinnen wussten oder spürten, dass sie eine farbige Herkunft hatte und dadurch aus der Schule austreten musste oder jedenfalls glaubte, dass sie die Schule verlassen musste. Wenn man derartige Erlebnisse als Kind hat, dann muss man Partei nehmen, entweder das eine oder das andere. Und ich hatte das Glück, dass die Emigranten und vor allem die Emigranten Erwachsenen, jungen Erwachsenen, dieses rassistische System ebenfalls nicht nur abgelehnt haben, sondern es uns Jüngeren auch klar gemacht hat. Es gab nämlich eine Jugendgruppe für Emigranten von den Erwachsenen gegründet, mit denen wir engen Kontakt hatten. Also, dass wir auf der einen Seite wussten, was in Deutschland, in Europa sich abspielte, dank dieser Beziehung, und zweitens, dass sie die südafrikanische Gesellschaftsordnung ablehnten. Ja, ich war jetzt versucht zu sagen, wir lesen diese Szene mit Nelly nochmal vor, aber vielleicht machen wir das doch nicht, sondern gehen lieber ins Gespräch jetzt, denn wir haben jetzt eine ganze Menge, glaube ich, jetzt hast du erzählt und wir haben gelesen. Es gibt noch ein paar schöne Bilder von bevor ihr euch überlegt, was ihr fragen wollt, oder ihr habt das wahrscheinlich schon überlegt, zeige ich einfach nochmal ein paar Bilder, wie es weiterging in deinem Leben, nur damit man einfach sieht, man kann eigentlich auch, manchmal denke ich, man sollte ganz am Schluss anfangen, nicht, weil man dann sieht,
wie du heute aussiehst und wie es dann rückwärts ging sozusagen. Aber jetzt gehen wir doch mal chronologisch vor sozusagen. Also da seht ihr Ruth am Hochzeitstag von Margot. Da warst du 16 in Südafrika. Und das ist nochmal so eine Szene aus davon, von dem, was du erzählt hast, jetzt gerade der Rassentrennung, die später kam. Und dann sehen wir Ruth, die dann Journalistin wurde, also so genau ist es nicht, aber das ist Ende der 50er Jahre. Dann haben wir Ruth 1965, nachdem dein Sohn Sascha geboren war, den sieht man hier vorne in einem, wie heißen die Dinger immer, Kerlikots. In der Trage auf einem Wagen am Bahnhof in der Nähe von damals hieß es noch Salisbury, heute Harare, die Hauptstadt von Zimbabwe heute, damals Südrhodesien. Da warst du von der Zeitung hingeschickt worden als Korrespondentin. Sascha war gerade 3 Monate oder so und dann bist du erst mit den Kollegen im VW Käfer Richtung Harare gefahren, dann war aber was mit dem Auto und dann musstet ihr mit dem Zug weiter und dann wart ihr hier auf dem Bahnhof in Bewegung. Das ist dann in den 70er Jahren in Malawi auf der Benguela-Eisenbahn in Angola. Also das ist nicht die Benguela, das ist eine Werksbahn, aber das ist die Linie. Ja, das ist während des Bürgerkriegs oder des Unabhängigkeitskrieges. Das war ja die Phase der 60er Jahre der Entkolonialisierung vieler Länder in Afrika. Und darüber hast du berichtet, all die Jahre. Das ist in Köln, glaube ich, dann, ne? oder ist es in London? In London vielleicht, in den 70er Jahren. Nach der Unabhängigkeit von Simbabwe mit Sally Mugabe, der Frau des Präsidenten Robert Mugabe. Und hier mit Kenneth Kaunda, dem kürzlich verstorbenen Präsidenten von Sambia, mit dem du sehr gut befreundet gewesen bist. Da erkennt man dich so ein bisschen, wie du heute aussiehst, auf den anderen Bildern aber auch. Also wir können hier auch zurückgehen, man sieht da schon, wie sich das entwickelt hat. Frau Bilatz, wollen Sie nochmal die Diskussion leiten sozusagen? Behalte du das Mikro, Ruth, ich gebe dich. Ich übersetze hier nur. Entschuldigung. Gut. Ich wollte noch mal fragen, wie Sie denn auf internationaler Ebene den Zweiten Weltkrieg und vor allem das Ende des Dritten Reiches erlebt haben. Wie du auf internationaler, da war die in Südafrika, wie du erlebt hast den Zweiten Weltkrieg von Südafrika aus und auch das Ende des Dritten Reiches, der Nazi-Herrschaft. Auf die erste Frage mit dem Krieg. Südafrika war oder hatte den Krieg gegen Deutschland erklärt, aber das war geteilt. Ich sagte ja schon, die Buren waren nicht nur, dass sie die Ideologie der Nazizeit akzeptiert haben, sondern sie waren mit Deutschland außerordentlich eng liiert, sodass die englischsprachige, ja, das stimmt auch nicht ganz, aber die liberalere Regierung Südafrikas, die den Krieg erklärt hatte, konnte es sich nicht leisten, eine professionelle Armee aufzustellen, sondern es waren Volontäre. Und dadurch, es gab auch Straßenkämpfe zwischen diesen beiden Gruppen, also den Buren, die Soldaten angegriffen haben. Aber abgesehen davon bedeutete es, dass diese Volontäre nicht in Europa dienten, sondern nur in Nordafrika gegen Rommel. Und das war unser Krieg, in Anführungsstrichen, was die Zeitung oder Radio anbetraf. Aber durch die Emigration und durch die Bemühungen der Erwachsenen, die eben diese Verbindungen hatten,
wussten wir mehr wie der Durchschnitt Südafrikaner von dem Krieg. Und die Nachricht von der Shoah, vom Holocaust, das war uns total neu. Wir hatten einfach keine Post mehr von unseren Verwandten. Aber man hatte gedacht, es ist eben die Post. Man hatte nicht gewusst von Deportation oder von den anderen furchtbaren Gräueln, die sich Europa zugetragen haben. Ich sagte ja am Anfang, dass sehr viele oder dass die jüdische Gemeinde, die sehr große jüdische Gemeinde in Südafrika aus den Ostgebieten Europas kam. Und ein Überlebender aus einem von den Städten hat Südafrika besucht nach, ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Ich würde sagen, wahrscheinlich fast ein Jahr. Und er hat in einer Synagoge nach einem Gottesdienst berichtet, was in seinem Städtel vorgefallen war. In der Synagoge, in der er gesprochen hatte, war die Mehrheit von den Anwesenden aus diesem Städtel. Und die Trauer, die Klagelaute aus dieser Synagoge, das war das Erste, was wir konkret von der Shoah erlebt haben. Aber das ist nicht dasselbe. Es war trotzdem sehr grauenhaft. Wie lange haben Sie denn für die Reise von Deutschland nach Südafrika gebraucht? Wie lange? Wie lange war die Reise von Hamburg nach? Fast 6 Wochen. Fast 6 Wochen. Eine schöne Schiffsreise. Heute fährt die AIDA da. Aber damals war es ein Frachter in Tanganyika. Mich würde interessieren, wie Sie sowohl damals auch als auch heute darauf blicken würden, dass die Spannung damals in Südafrika Sie als sowohl als junge Frau als auch als Journalistin beeinflusst haben oder halt auch unter Druck gesetzt haben. Wie haben dich als junge Frau, als Journalistin die Spannungen, die in Südafrika herrschen, also dann die Apartheidsregierung und auch der Kampf dagegen, ich fasse das einfach mal so zusammen, greife das so auf, ANC, der Widerstand gegen die Rassentrennung und gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, wie haben diese Spannungen dich Es gab verschiedene Möglichkeiten. Sie kennen das Wort Apartheid? Das wurde 12 Jahre, nachdem wir angekommen waren, eingeführt. Nachdem diese Polenpartei, von der ich mehrmals gesprochen habe, die Wahlen gewonnen haben. Dann haben sie von einer Minute zur anderen immer irgendein Gesetz gemacht. Das erste Gesetz, das sie machten, ist, dass Leute eingeteilt wurden in weiß, dann die afrikanischen, es gibt etwa 10 bis 11 afrikanische Völker in Südafrika, nicht wer dazu gehörte, dann die Inder, die als Vertragsarbeiter auf den Farmen importiert worden sind, und dann die sogenannten Mischlinge, deren Herkunft zum größten Teil die indonesischen Sklaven waren, mit Afrikanern, auch mit Weißen, sodass dieses Gemisch musste dann festgelegt werden. Sie können sich vorstellen, was das für ein Durcheinander war. Und wie ich das immer versuche zu erklären, die Apartheid zu erklären,
neu regierende nationale Partei versuchte, ein Omelett wieder in die Original die einzelnen Eier wiederherzustellen. Ja, das ging natürlich nicht. Das war das Versagen der Apartheid. Aber die Gesetzgebung war dermaßen stark, dass es nach einigen von den wirklich blödsinnigen Ideen, die diese Regierung hatte, zum Beispiel, dass Schwarze keine Südafrikaner sind, sondern Zulus oder Xhosa oder was immer ihre Heimatsprache war, ihre ethnische Gruppe war, dass sie eben nicht zu dem Staat gehören, aber die Mehrheit waren. Das konnte einfach nicht funktionieren. Und dass das zu krassen Diskriminierungen durch die Jahrhunderte geführt hat, das war tagtäglich klar. Also nachdem die Gesetzgebungen dann immer wieder übertreten worden sind, in den 50er Jahren hat zum Beispiel Mandela in Johannesburg und Gegend eine Kampagne geführt, wo Schwarze, Weiße, Inder, Mischlinge in einen Bus eingestiegen sind, der nur für Weiße waren. Oder die in dieselbe Gruppe oder ähnlich strukturierte Gruppe in einen schwarzen Vorort gegangen sind, der für die Weißen, Inder und Mischlinge verboten war. Durch derartige Aktionen haben zu einem Hochverratsprozess geführt, den die von 156 Menschen, den die Partei verloren hat, die Regierung verloren hat. Und daraufhin wurden sogenannte Sicherheitsgesetze eingeführt, die zu Gefängnisstrafen, zu Verbannungen, zu zum Beispiel Ausweisungen, was mich betraf, und zu Folter vor allem und Tod und Todesschwadronen führte. Also es war eine Steigerung von einem System. Jetzt nochmal zu einem ähnlichen Thema. Etwas lauter bitte, damit ich jetzt auch höre. Inwiefern war denn die Pressefreiheit oder überhaupt, was durfte man sagen? Wie weit konnte man Kritik an dem Ganzen äußern? Wie war es mit Pressefreiheit? Was durfte man in Südafrika sagen? Ja, konnte man Kritik äußern überhaupt? Das ist eine gute Frage. Mein damaliger Mann hat für deutsche Presse ab 1950 geschrieben. Und als Auslandskorrespondent hatte er einige Freiheiten mehr, wie ich später hatte. Die Presse, vor allem die englischsprachige Presse, war für die Regierung der Nationalen Partei die Opposition, sodass jedes Wort sehr genau gelesen wurde und ich teilte einige Zeit eine Wohngemeinschaft mit einer jungen englischen Journalistin. Sie hat über Politik berichtet. Ich war, wie ich das Griechisch schon sagte, Wirtschaftskorrespondent. Und Anne wurde, als sie ihre Eltern in England besuchte, durfte nicht mehr nach Südafrika zurückkommen. Sie hatte sich dagegen gewehrt und hat es dann geschafft, doch zurückzukommen. Aber derartige Schritte gegen Presse war normal. Und es gab Vorschriften. Wir hatten an unserer Wand eine Liste mit Namen. Und das
angefangen mit Mandela. Das waren Menschen, die wir nie zitieren und nie mit Namen nennen konnten. Nicht? Also es gab eine sehr stramme Zensur. Und mein Mann hat unter anderem für die Frankfurter Rundschau geschrieben. Und für die Rundschau schrieb er unter einem Decknamen. Und da war eine deutsche Botschaft eingeladen, eben weil er deutscher Korrespondent war. Und ich weiß es nicht, zu Essen oder irgendwo hin. Und da trat der deutsche Diplomat einen Schritt zurück und sagte zu ihm, mit seinem, ich habe nicht gesagt Herr Weiß, sondern gesagt Herr Merlan, das war der Name, den er benutzt hat, Herr Merlan, nach ihm. Das heißt also, dass jedenfalls der Geheimdienst bekannt war, was Hans unter diesem Namen geschrieben hat. Ich habe übrigens denselben Namen auch damals benutzt. Als Pseudonym sozusagen. Ja. Als Pseudonym. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ist das richtig? So, also. Ja, so. Ihr seid noch entspannt, tiefenentspannt. Ich hoffe, nicht zu entspannt. Wer möchte denn noch eine Frage stellen? Da kommt das Mikro. Nach wie vielen Jahren sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt und wie war es für Sie, in die alte Heimat wieder zurückzukehren? Nach wie vielen Jahren bist du nach Deutschland zurückgekehrt und wie war es für dich, in die alte Heimat zurückzukommen? Wir sind sehr früh gekommen. Mein Mann, wie ich schon sagte, hat 1950 angefangen, für deutsche Medien zu schreiben. Und außerdem haben seine Eltern überleben können, was er nicht erwartet hat, und sie waren sehr alt. Aber das ist eine lange Geschichte. Aber es bedeutet, dass ich Deutschland sehr schnell nach dem Krieg besucht habe, was für deutsche Juden völlig unüblich war. Als ich in Deutschland dann in den 70er Jahren gearbeitet habe, meine Schwester mich nie hier besucht, immer nur in der Schweiz. Aber für mich bedeutete es, dass ich damals in den 50er Jahren keine Nazis kennengelernt, nur Widerstandskämpfer. Angeblich. Zum Frage kannst du einfach weiter. Was wäre denn eine Sache, die Sie uns als junger Generation gerne mitgeben würden für die Zukunft? Was? Ach so. Ich würde sagen, dass man anderen gegenüber Toleranz zeigen muss. Wir denken so oft an wir und die, aber es gibt kein wir und die, es gibt nur ein uns. Wir sind alle Menschen, wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Und man kann nur wirklich so leben, dass man andere akzeptiert, egal ob sie anders aussehen oder anders glauben oder eben aus anderen verschiedenen Gründen Asyl suchen. Das ist sehr wichtig. Das ist übrigens auch was gut, wenn ich so an die 4 Jahrzehnte unserer Freundschaft denke und Zusammenarbeit. Das steht für mich auch unter diesem Oberbegriff Toleranz. Also wie ich dich erlebt habe, alle Geschichten, die ich von Ruth, wenn wir unterwegs sind mit dem Auto irgendwo, dann erzählst du mir Geschichten aus Südafrika, aus dem Südafrika der 60er Jahre zum Beispiel oder aus London, aus England, aus deinem Leben. Und diese Geschichten stehen eigentlich alle für mich dann immer unter dem Oberbegriff der Toleranz. Also ich habe, man soll nie so ausschließlich was sagen, aber ich habe eigentlich, glaube ich, nie jemand so erlebt, der so tolerant, die so tolerant auf andersgläubige, anders aussehende, anders denkende Menschen zugeht und sich mit dem beschäftigt und interessiert ist auf sie wie du. Das finde ich toll und davon lerne ich immer noch. Ich
hätte auch noch eine Frage. Man sagt ja, man muss die Geschichte verstehen und lernen, damit sie sich nicht wiederholt. Und trotzdem ist es ja oft so, dass die gleiche Sache mit einem anderen Gesicht kommt und man eine Weile braucht, um zu verstehen, dass es vielleicht ein ähnliches Phänomen ist oder erst im Nachhinein versteht, oh, es hat sich wiederholt. Was würden Sie sagen, welche menschlichen Ressourcen? Welche menschliche Ressource? Oder wie man es nennen mag, ich weiß nicht, wie man es nennt. Einen oder Qualität, einen am besten davor bewahrt, etwas zu wiederholen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, dass man es nie mehr wiederholen möchte. Was braucht es als menschliche Qualität, um die Fehler, die in der Geschichte meinetwegen entstanden sind, aber auch vielleicht auch im persönlichen Objekt, damit man die nicht wiederholt? Ich glaube, dass es wichtig ist, anders zu verstehen, was sich in der Welt tut. Warum kommen Flüchtlinge aus Syrien und warum kommen sie, sagen wir mal, aus Somalia? Man muss versuchen, wenn diese Menschen in dem Leben, mein Leben treten, warum das geschieht. Und ich glaube, in dem Augenblick, in dem man versteht, was zu Hause bei diesen Menschen sich abgespielt hat und warum sie Angst haben, warum sie geflohen sind, das führt zu Verständnis. Und Verständigung und Verständnis ist sehr wichtig. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, in wirklicher Harmonie miteinander zu leben. Zwei Begriffe, Toleranz und Verständnis, passt sehr gut zusammen. Okay, Frau Billhardt, ich meine, ich sehe keinen Wald von Armen mehr. Passt jetzt, glaube ich, von der Zeit auch gerade. Denke schon. Dann würde ich noch gerne darauf hinweisen, dass am Donnerstagabend um 19 Uhr Frau Rot-Weiß in der Aula der Katholischen Akademie, sprich um 19 Uhr. Man muss sich nicht anmelden, man kann einfach vorbeikommen, könnt ihr gerne euren Freunden, eurer Familie auch sagen und es noch verbreiten oder selber nochmal kommen, wenn ihr Lust habt. Des Weiteren gibt es da drüben noch einen Büchertisch, wo ihr gerne, wenn ihr möchtet, auch mal schauen könnt, welche Bücher Rot-Weiß geschrieben hat. Wir könnten das auch so machen, dass ich ein Blatt hinlege, wenn ihr Interesse haben solltet, ein Buch zu erwerben, könnt ihr das auch aufschreiben oder direkt kaufen. Oder wir schaffen auch für die Bibliotheken Exemplar an. Also ich kann wirklich sehr, sehr empfehlen. Wege im harten Gras, die Biografie, also es ist so ein tolles Buch, was ich gelesen habe. Also, genau. Ansonsten. Vielen Dank, Frau Billhardt. Bevor ich rufe, jetzt nochmal das DW-Mikro zu meinem kleinen Schlusswort. Die Veranstaltung am Donnerstag, da hält Ruth einen Vortrag zu eben auch zu den Themen, die heute hier auch bei uns im Gespräch Themen waren. Da geht es auch um Toleranz und Hass, wichtiges, schlimmes Wort eigentlich in unserer Gesellschaft, dass man sich mit dem Begriff nochmal so auseinandersetzen würde müssen. Also darüber wird es gehen, darum wird es gehen am Donnerstag als Vortrag und es wird auch eine Diskussion natürlich geben und wenn ihr dann nochmal kommen wollt, vielleicht auch Eltern mitbringen wollt, kann man ja auch, interessiert die ja vielleicht dann auch, dann seid ihr herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank von mir erstmal und jetzt gebe ich dir nochmal das Mikro vielleicht. Ja, ich wollte mich nochmal für die Einladung bedanken und Ihnen, dass Sie so ruhig und geduldig zugehört haben. Vielen Dank. Ja. Das ist noch für Sie jetzt irgendwie.
Und auch noch ein Plakat und ein Almanach hier von der Schule. Okay.